Herzlich willkommen bei der Silver RC. Wir machen heute den Speedrun vom AMEVI Evo 2S, das ist der Original-Lipo, der da drin ist. Den Logger zeigen wir euch gleich auch nochmal eben. Das einzige Upgrade oder die beiden einzigen Upgrades, die ich gemacht habe, ist der Stecker. Den habe ich auf XT90 geändert und ich fahre natürlich meine Sanwa-Funke. Alles andere ist Stock. Wir zeigen euch nochmal eben den Logger. Meine Kamerafrau kommt mal eben mit. Ich habe den gerade noch eben genullt. Und hier unten sieht man Max Speed 0. Das kann man noch am Video deutlich besser sehen als jetzt auf meiner Kamera. Ja, los geht's. Wir haben 66,2 km/h mit dem originalen Akku. Wir haben gerade eben einen Testlauf gemacht, da hatten wir 67, irgendwas, ist also etwa das gleiche. Wir probieren jetzt nochmal einen 5000 mAh Gens Ace. Bis gleich. So, und willkommen zurück. Wir haben jetzt den 5000er Gens Ace da reingebaut. Er steht jetzt auf 3,5 km/h. Das ist alles nicht so relevant. Legen wir nochmal los. Schönes Haarfallen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Zumindest hier auf Asphalt. Beste Bremse ist mein Fuß. So, wir haben 67,9 km/h, der AMEVI Akku taugt also durchaus, kann man nicht anders sagen. Mehr Gas kann ich jetzt auch nicht geben. Vielen Dank fürs Zuschauen, freut euch auf den First Run im Skatepark, da fahren wir jetzt hin. Bis morgen!